Hi Shakers, herzlich willkommen zu einem coolen neuen Testvideo. Heute steht mal wieder ein Performance-Drink, ein Gaming-Booster auf dem Tisch. Das Ganze ist hier von Gamers Only. Eine richtig krasse Sorte ist hier am Start. Und zwar schmeckt das Ganze nach Wildmeister. Green Wild Master heißt die Sorte. Mal gucken, wie das ganze Ding schmeckt. Falls ihr euch jetzt fragt, stehe ich im Wald? Was ist ein Gaming-Booster überhaupt? Bleibt dran, das klären wir jetzt in diesem Video. Wir sind Colin und Dennis TV. Ich bin Dennis. Das Intro kommt, dann kommt der Test und wir haben Spaß zusammen. Bis gleich. Ja Leute, also jetzt geht's ab. Cooler Test ist hier am Start. Wir testen heute einen Performance-Drink, einen Gaming-Booster. Ist eigentlich ein Energy-Drink zum selber anrühren. Hier ist also Pulver, was du selber in Wasser einmixst. Dann hast du eben was richtig Cooles für einen langen Abend, für einen coolen Tag im Büro oder eben wann du auch immer den extra Kick brauchst. Gamers Only steht hier dabei für einen veganen, coolen, kalorienreduzierten Drink. Das Ganze ist nämlich angemischt Zero Zucker im fertigen Drink. Dem ganzen Ding sind natürlich auch Vitamine zugesetzt und eben der extra Kick an Koffein. Und das Ganze schmeckt dann auch noch nach Wildmeister. Bin ich richtig gespannt. Die Frage ist ja immer, wie legt man das an? Legt man das so Wildmeister-Eismäßig an? So Wassereismäßig könnte es natürlich schmecken. Oder ist es eher ein bisschen was Ernstes und Erwachsenes und schmeckt einfach ein bisschen würzig, kräuterig nach Wildmeister? Bin ich echt gespannt. Ich denke, wir legen jetzt mal los. Habe hier schon ein bisschen vorbereitet diesmal. Eiswürfel und 400 Milliliter stilles Wasser sind hier im Shaker. Bei Gamers Only ist tatsächlich ein Löffel 400 Milliliter quasi vorgeschlagen, sagen wir mal so, ne? Oh. Ich hatte kurz überlegt, der Löffel muss gesucht werden, der ist voll im Pulver verbuddelt. Hatte bei Wildmeister kurz am Wassereis gedacht, das naheliegendste für die meisten ist wahrscheinlich der gute alte Wackelpudding, ne? Das würde ich ein bisschen schwierig finden, wenn das Ding mal jetzt nach Wackelpudding schmeckt. Irgendeine so eine Marke hatte mal Tatsache Wackelpudding mit Vanillesoße als Energy-Drink. Das war schon echt gewöhnungsbedürftig. Das war aber natürlich nicht Gamers Only. Was erwarte ich jetzt hier? Ich erwarte eigentlich oder erhoffe mir ein bisschen was Spritziges, was ruhig auch ein bisschen sauer sein kann bei Wildmeister. So leichte Säure, gute Süße. Und aber natürlich will man irgendwie diesen typischen Wildmeister-Geschmack jetzt hier gleich im Glas haben. Ne? Wenn das Ganze noch ein bisschen grün wäre zum Beispiel, wäre auch nicht verkehrt. Oh, das sieht doch schon mal ganz schick aus. Ne? Okay, kurz stehen lassen. Nahaufnahme. Also jetzt geht's ab, Gamers Only. Green Wild Master haben wir hier im Glas. Auf geht's. Prost. Ja, das schmeckt auf jeden Fall ein bisschen anders wie erwartet, aber schon geil. Denn Gamers Only geht tatsächlich den nicht so leichten Weg, würde ich sagen. Es schmeckt gar nicht so quietschig, nicht nach Wackelpudding, nicht nach Wassereis, sondern es schmeckt schön. Also schön erfrischend, leicht süßlich und dann eben so eine ganz markante Wildmeisternote. Die aber echt ein bisschen anders daherkommt wie erwartet, aber es ist schon geil. Es geht nämlich schon eher so den reiferen Geschmack, sage ich mal. Nicht irgendwie kindisch, ach wir machen Wackelpudding, sondern schon eben so ein bisschen würzig, kräuterig. Aber eben typisch Wildmeister auf jeden Fall. Aber eben als wenn du auf dem Kraut rumbeißt, ne? Ja, sehr geil, sehr lecker. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Tatsache. Ah, echt geschmacklich eine Überraschung. Ich hätte es anders erwartet, aber es gefällt mir richtig, richtig gut. Weil es eben nicht so überpowert ist oder eben, ja, will man denn pürierten Wackelpudding trinken, einen halben Liter oder so am Abend? Wahrscheinlich nicht. Da ist sowas hier echt sehr cool. Ja, echt krass. Was ganz anderes mal. Einfach eine ganz andere Herangehensweise an dieses Wildmeister-Thema. Eben nach diesem natürlichen Kraut. Richtig witzig, finde ich echt cool. Sehr lecker. Na komm, dann bewerten wir das ganze Ding mal. Hier bei Colin und Dennis TV. Die treuen Zuschauer wissen es natürlich.
gilt so ein bisschen das olympische Prinzip. Es gibt einen Goldshaker, einen Silbershaker, einen Bronzeshaker. Wenn ein Ding richtig durch die Decke geht, kann man auch mal ein bisschen aus den Vollen schöpfen, hat auch den Diamond Shaker zur Verfügung. Hier bei dem Gamers Only Green Wild Master bin ich bei einem guten Goldshaker. Ich finde, das ist echt überraschend, wie natürlich und gut dieser Waldmeister-Geschmack umgesetzt ist. Eben nicht dieses quietschige, überstrahlte, was so manch einer natürlich da die Einladung angenommen hätte. Schmeckt richtig frisch, total clean irgendwie. Also es ist so ein ganz, ganz klarer Geschmack. Einfach eben wirklich Waldmeister pur. Echt geil, Goldshaker von mir, finde ich, hat er sich sehr verdient. Eine echte Überraschung, hätte ich so gar nicht mitgerechnet, ganz ehrlich. Ja, falls ihr das ganze Ding mal probieren wollt, guckt bei Gamers Only in den Shop. Die haben gerade ein paar echt coole Sachen am Start. Die haben jetzt nämlich zum Beispiel gerade so in dieses ins Lizenzgeschäft reingeschnuppert. Es gibt gerade eine coole Edition zum Kinofilm von Borderlands zum Beispiel. Natürlich jetzt hier diese neue Sorte, echt lecker. Vergesst nicht den Code Colin und Dennis, damit spart er 15%. Guckt in die Videobeschreibung, da ist alles genau erklärt. Nur mal so am Rande, ihr supportet uns ein bisschen, spart dabei natürlich. 15% sind nämlich echt nice. Und ja, ich finde, das Ding kann man sich echt mal geben. So für den Sommer schon echt eine coole Nummer, sehr, sehr lecker. Das wäre mal ein krasser Vergleich. Es sind ja schon ein paar Marken, die auch eine Waldmeister in ihrem Programm haben. Das ist schon hier was natürlich so dem am dichtesten rankommt, wie halt diese Pflanze. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gegessen habt, so Waldmeisterblättchen. Manchmal gibt es auch im Einzelhandel, in der Kräutertheke, irgendwie Waldmeister müsst ihr unbedingt mal machen. Das hat nämlich dann am Ende gar nicht so viel mit dem grünen, glibberigen Wackelpudding zu tun, sondern da kommt das hier echt dicht dran. Richtig cool. So, jetzt seid ihr gefragt, wenn euch dieses Video so begeistert hat, dass ich mir ein Like verdient habe, dann jetzt könnt ihr das setzen, einmal gefällt mir klicken, gerne reinfolgen, dann verpasst ihr keine Videos. Falls ihr die Glocke aktivieren wollt, dann kriegt ihr mal eine Push-Mitteilung, wenn ein neues Video von uns kommt. Ja, ne, reinfolgen ist gratis hier auf YouTube, das wisst ihr alle, macht es einfach und dann supportet ihr uns noch ein bisschen mehr. Wird uns mega freuen. Bei Insta könnt ihr mal reingucken, überall findet ihr uns eigentlich unter Colin und Dennis TV. Ich finde es cool, dass man nicht mehr in den Wald gehen muss für einen schönen Waldmeister, sondern hier einfach bei Gamers Only Online-Shop zuschlagen kann. Wenn ihr das Ding nämlich, glaube ich, im Regal stehen habt, dann ist es auch relativ schnell leer getrunken. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß und man kann eigentlich nur noch sagen, ihr könnt liken, abonnieren, Glocke aktivieren und Gamers Only inhalieren. Und ein bisschen Colin und Dennis TV könnt ihr auch inhalieren. Bis dann, Leute. Tschüss.